Mal herzlich begrüßen zu unserem Abendvortrag. Mein Name ist Reinhard Lier. Ich komme aus Deutschland, lebe in der Schweiz und vor allem in Italien. Da ist es halt ein bisschen wärmer. Ich lege mal los jetzt mit meinem Vortrag. Das war Einsteigen in die Thematik Erwache in der Weltkrise. Wir haben 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg eine durchaus satte, gute Zeit gehabt. Ja, ich meine, ich bin ein Freund des Friedens, das ist überhaupt keine Frage. Ich bin dankbar, dass ich in Friedenszeiten aufwachsen durfte, Jahrgang 60 und meine Kinder auch. Und die Enkel, ja, da sieht es jetzt schon wieder anders aus. Wir haben eine neue Situation. Die Welt ist im Umbruch. Es ist dramatisch. Helmut Schmidt sagte mal, es sind immer eine Spanne von 20 Jahren, da verändert sich etwas Grundlegendes. So ein Rhythmus, eigentlich eine Generation, sagt man dann, ja, 20 Jahre. Da wird die Welt neu geordnet, neu strukturiert, da laufen Prozesse, da ist Aufgang und Niedergang sozusagen von Nationen und ja, wir beobachten hier jetzt dramatische Prozesse, auf die ich nicht im Detail eingehen möchte. Ich möchte eher schauen, wie können wir damit umgehen. Ich schaue mehr auf die innere Situation. Ja, und das hat mit Geistesschulung dann auch zu tun. Wie können wir es begreifen, verstehen und was kann der Einzelne dann für sich tun, um trotzdem ein qualitativ hochwertiges, sinnvolles, gutes Leben zu gestalten. Das wird mit das Thema hier sein. Und da möchte ich auf so ein paar Punkte eingehen, die herausarbeiten, wo stehen wir, was ist der Geist dieser Zeit, der Zeitgeist, was läuft hier und was haben wir auch rückblickend erlebt in diesen doch ja, heftigen letzten 2 Jahren, die alles ein bisschen verändert haben. Ich glaube, wer das leugnet, der hat noch nicht hingeschaut. Wir alle wissen, es hat uns erschüttert. Es ist eigentlich etwas Ungeheuerliches passiert in diesen 2 Jahren. Und ich frage mich, ja, werden wir da hinschauen? Werden wir das aufarbeiten? Zu sagen, wie Herr Scholz das gemacht hat, es gibt keine Spaltung in der Gesellschaft, ich glaube, dann braucht er eine Brille. Dann soll er sich mal beim Optiker eine gute Brille holen, dass er mal hinschaut. Ja? Wir haben Spaltungen, wir haben Verwerfungen und das ist sehr schmerzvoll. Es gehen Risse durch Familiensysteme hindurch, ja? Durch Partnerschaften. Was ich da erlebt habe, gehört habe von vielen Menschen, auch als Hilferuf, die nicht mehr wussten, wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich noch meine Beziehung führen, ja? Wenn der eine hier steht und der andere ganz woanders. Und das ist mir auch ein Anliegen, Werkzeuge aufzuzeigen, wie wir mit diesen Krisensituationen umgehen können und daran wachsen können. Dass wir die Chancen nutzen, ja, dieses Erwachen, Aufwachen, was bedeutet das? Da werden wir jetzt einsteigen. Unsere Entwicklung kann in 2 Richtungen gehen. Wenn wir die Weltsituation sehen, so die Zone, wo wir hier sind, ja, das ist so erstmal eine Mittelzone, da haben wir uns eingerichtet, mehr oder weniger, jeder so nach seinem Können und Vermögen. Wir versuchen hier sinnvoll zu leben, Leben zu gestalten, Leben weiterzugeben, die Generationen folgen und so weiter. Ja? Und von dieser Ebene aus, wir haben eine gewisse Ethik, eine Moral, wir versuchen gut mit anderen Menschen umzugehen, wir versuchen sie zu achten in ihrer Meinung und so weiter. Und diese Mittelzone hat 2 Richtungen, die da abweichen. Es gibt 2 Möglichkeiten, sich von dieser Zone aus weiter zu bewegen. Man könnte sagen, entweder man bleibt in dieser Zone, aber das wird schwierig werden. In der Regel geht es in 2 Richtungen, entweder nach unten oder nach oben. Was heißt das? Nach unten heißt, wir kommen in einen Geist, der kalt ist, der auch dunkel ist. Wir sehen das in den Strukturen der Wirtschaft heute. Der Verwaltungsgeist ist in die Krankenhäuser eingezogen, wie der Biologe und Gehirnforscher Dr. Hüther von Göttingen mal sagte, ja, da kommt der Verwaltungsgeist und jetzt wird der Mensch ökonomisiert gesehen. Was bringt der einzelne Mensch an Geld ein? Zum Beispiel ein Kranker, ein Patient. Und da geht es dann nicht so primär um Heilung, sondern auch um Geld. Ja, diese Ökonomisierung des Menschseins, das ist ein Grundproblem, dem sich unsere Gesellschaft mit dem wir konfrontiert werden. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wo gehen wir hin? Geben wir dem nach immer mehr?
dann wird alles nur noch ja unter Geldaspekten gesehen und wir verlieren das Menschliche. Ein Arzt muss sich ja heute überlegen, wenn ich da 10 Minuten Zeit einsetze, die werden mir nicht bezahlt. Ja, insofern schaut er, dass er nicht bei 10 Minuten bleibt, sondern bei den berühmten 3 Minuten 50 oder 2 Minuten 50, die dann vielleicht noch verrechenbar sind, abrechenbar sind, ja, bei der Krankenkasse. Das ist traurig. Wir brauchen den zwischenmenschlichen Kontakt. Unsere Welt ist kalt geworden. Es ist ein kühler, kalter, distanzierter Geist, der sich da zeigt. Und das haben wir auch gesehen in der C-Krise, die wir jetzt ja, hinter uns haben. Wir sind noch drin. So ganz ist das nicht zu Ende. Da mache ich mir gar nichts vor. Wir wissen noch nicht, wohin das steuert. Das Ende ist noch offen. Da wird nämlich ständig noch verhandelt und im Hintergrund laufen Prozesse, den ich noch nicht so ganz trauen möchte, dass das gut wird. Ja? Also da wissen wir noch nicht, wo wir sind. Aber es geht, diese eine Linie geht runter in einen kalten Geist. Ja? Es ist kühl, kalt. Rudolf Steiner hätte gesagt, das arimanische Prinzip, das sind graukalte Prozesse. Das ist der Computer, das ist die Geldwirtschaft, das Bankensystem. Wer ständig vorm Computer sitzt, muss schauen, dass er ein Gegengewicht dazu schafft. Die Natur, menschliche Kontakte, Freundschaften. Man braucht das Lebendige wieder als Impuls fürs eigene Wohlbefinden. Und der Computer, das Geld, die Ökonomisierung, all das ist graukalt, arimanisch, ja. Und das ist das, was heute zählt. Wenn wir sehen, für die 10 reichsten Leute oder vielleicht auch noch mehr Leute in der Welt, hat sich die C-Krise gelohnt. Sie haben ihr Vermögen verdoppelt. Ja? Amazon, Google, Yahoo und so weiter, all diese Konzerne, das Geschäft ist gut gelaufen. Im Moment laufen auch andere Geschäfte wieder gut, Waffengeschäfte, wie wir wissen. Ja? ThyssenKrupp und so weiter, die Sache läuft. Da wird wieder verdient. Ich bin sehr unglücklich, gerade als Deutscher, dass wir jetzt Waffen liefern, mit denen russische Menschen getötet werden. Wir haben 27 Millionen tote Russen auf dem Gewissen, in gewisser Weise, ja, als Altlast aus dem Zweiten Weltkrieg, Zivilisten und Soldaten. Ich war selber vor Jahren in Novosibirsk in Sibirien und habe dort vor jungen Aufstellerkollegen, ich bin ja Familienaufsteller, habe ich vor jungen Psychologen, Psychotherapeuten gesprochen und habe noch so geäußert von Herzen her, wir brauchen keinen Krieg mehr, bitte nicht. Ja, es gibt andere Wege, um miteinander zu sprechen und umzugehen. Und ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass wir jetzt indirekt einen Stellvertreterkrieg über die Ukraine führen. Es ist furchtbar. Es stimmt mich sehr traurig und bedenklich. Wenn man eine Waffe einem anderen gibt, gibt man sie mit der Intention, dass dadurch Menschen getötet werden. Die Botschaft der Waffe heißt Tod. Das ist systemimmanent in der Waffe drin. Das ist ihr Zweck. Und das wollen wir? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Es ist mir egal, welche Seite da getötet wird. Am Ende sind es Menschen und es sind Mütter, die ihre Söhne gegeben haben wieder für den Krieg und mussten das tun und erleben einen tiefen Schmerz und die Väter auch, ja, und die Großeltern und so weiter. Es ist einfach nur furchtbar. Da interessiert mich die Nation herzlich wenig. Ich habe aus meiner Arbeit des Familienstellens gelernt, es zählt immer der einzelne Mensch, der vor mir steht. Und wenn das ein Neonazi ist, ist es mir egal. Wenn der von mir Hilfe will, bin ich für ihn offen und gehe mit ihm ein Stück des Weges. Ich achte seine verrückten Ideen, die darf er haben, aber ich versuche ihm ein Beispiel zu geben, dass man vielleicht die Dinge auch anders sehen kann. Ja, dass man einen anderen Weg gehen kann. Wenn er wirklich Hilfe will, stehe ich immer zur Verfügung. Es ist und bleibt ein Mensch. Darum geht's. Und das ist eine zentrale Frage, die uns eigentlich bewegt. Was ist der Mensch? Was macht uns aus? Und darauf werden wir jetzt im Rückblick auch auf die C-Krise im Einzelnen nochmal kommen. Der andere Weg führt nach oben. Es gibt eine Bewegung nach oben. Rudolf Steiner sagte mal, wenn Sie Schlafstörungen haben, dann achten Sie mal darauf, dass Sie abends, wenn Sie einschlafen, nach oben einschlafen. Da ist etwas dran. Man muss mit heilsamen Gedanken einschlafen, mit etwas Wertvollem, Geistigem und nicht nach dem dritten Krimi am Abend dennoch erwarten, dass man da gut schlafen kann, wenn man 10 Tote da gesehen hat. Ja? Also dann irgendwann wird es dann verrückt. Wir müssen ein bisschen schauen, was konsumieren wir da. Das nehmen wir mit in den Schlaf.
Deswegen schauen, was tue ich am Abend, bevor ich ja die Augen schließe und so langsam wegdämmere. Was habe ich davor noch gedacht? Das ist kein, also ist ein wichtiger, ein wesentlicher Aspekt von Geistesschulung, dass wir unser Denken untersuchen und schauen, ist es lebensförderlich oder ist es lebenshinderlich und zerstörend? Ja, baut es uns auf oder führt es vielleicht in die Angst oder Depression? Und dafür ist jeder Einzelne verantwortlich. Das ist mir auch klar geworden. Ja, wir können, Denken kann nicht vom Staat verordnet werden. Das wäre verrückt. Das wäre auch nicht gut. Es muss jeder Einzelne entscheiden, was er denken will und welchen Weg er gehen will und wie er auch mit dem eigenen Körper umgehen will. Das muss eine freie, persönliche Entscheidung bleiben. Ich achte es, wenn Menschen an die Wissenschaft glauben und sagen, ja, die Impfstoffe sind gut, das glaube ich und das mache ich mit. Meine Schwiegertochter hat auch daran geglaubt. Sie wäre fast gestorben. Sie hat 3 Tage mit dem Tod gerungen, halbseitige Lähmungen, Atemstörungen, sie wäre fast erstickt. Mein Sohn hat immer nur gesagt, wir haben gezittert und gebangt und überlegt, rufen wir jetzt den Notarzt oder nicht. Sie haben es nicht gemacht. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Denn wäre die zu früh intubiert worden, hätte das wieder neue Probleme gegeben. Weil die Intubation ja ein Problembereich ist. Da muss man sehr zurückhaltend mit umgehen. Und insofern, sie hat es überlebt. Es geht ihr heute gut. Ich bin dankbar, ja, denn ich als Großvater zittere dann auch um meine Enkel, dass die ihre Mutter behalten. Das sind Familiendramen, die wir jetzt auch haben. Da müssen wir hinschauen. Das ist klar. Das kann man nicht einfach alles unter den Teppich kehren. Das geht so nicht. Ein gesellschaftlicher Diskurs muss für alle Seiten offen sein. Und es müssen sich alle Seiten auch an einen Tisch setzen dürfen. Jeder muss gehört werden. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, und das war zum Teil nicht mehr der Fall, zum großen Teil in den letzten 2 Jahren, da bin ich besorgt. Das kann keine gute Entwicklung sein. Insofern, wir verbinden uns, wenn wir nach oben gehen, ja, mit heilsamen Impulsen. Mit Impulsen des Friedens, mit Impulsen der Heilung. Man könnte auch von der geistigen Welt sprechen. Das kann man. Ja, wir sind hier im christlichen Rahmen aufgewachsen. Ich darf das Wort Engel hier sicherlich durchaus nutzen, ja, benutzen, um etwas aufzuzeigen. Ich frage manchmal Menschen, was ist dein Symbol für Heilung? Was ist dein Symbol, mit dem du arbeiten kannst für die geistige Welt? Dann sagt mir der eine Jesus, der andere Maria oder der Engel oder Pater Pio oder vielleicht Bruno Gröning, der ja auch hier in Kärnten gewirkt hat damals und heute noch Heilungsimpulse schickt den Menschen. Das ist alles okay. Hauptsache, man hat ein Symbol. Und dann kann man eine Bewegung nach oben vollziehen, über das Symbol der Heilung. Der reine Geist ist abstrakt. Das rein Göttliche können wir gar nicht fassen, aber wir können uns berühren lassen. Das ist die Chance. Und das ist mir wichtig im Rahmen von Geistesschulung und meiner Arbeit mit Menschen in den Seminaren. Was, woran wir hier leiden, ist aber nicht Verbindung, sondern Trennung. Wir haben einen Trennungsimpuls in uns. Und dieser Trennungsimpuls, ein Spaltungsimpuls, ist in sich ja, ein Programm, das leblos ist, aber Energie bekommt, wenn wir an es glauben. Das ist jetzt der springende Punkt. Wenn ich an eine verrückte Idee glaube, wird die in mir und durch mich lebendig. Wenn ich nicht dran glaube, hat sie keine Chance. Wenn ich was anderes glaube, erlebe ich das. Also der sogenannte Placebo-Effekt ist ja das, woran sich die Naturwissenschaft heute noch die Zähne ausbeißt. Sie verstehen es nicht, wie es möglich sein kann, dass in einer Doppelblindstudie ein Patient ein Placebo bekommen kann und Symptome entwickelt mit Nebenwirkungen. Also nehmen wir mal an, ihm wird gesagt, Sie nehmen jetzt einen Blutdrucksenker, dabei kriegt er nur ein Scheinmedikament, ja, und er nimmt diesen Blutdrucksenker, aber ein Scheinmedikament, das eigentlich keine Wirkung hat, und sein Blutdruck geht etwas nach unten. Und vielleicht kriegt er auch noch ein paar Nebenwirkungen dabei. Sogar das ist möglich. Erstaunlich. Ja, wir sind geistige Wesen. Wenn wir eine Botschaft bekommen und sie glauben, erleben wir sie. Ganz klar. Wir müssen uns fragen, woran wollen wir glauben? Was ist hilfreich und sinnvoll, dass wir daran glauben? Denn das führt dann zu einem guten Leben oder zu einem leidvollen Leben, wenn wir so wollen. Also das Virus der Trennung, das ist der Kern eigentlich für mich von Geistesschulung, wenn wir diesen Dunkelbereich anschauen, ist in sich wertlos. Es braucht uns als Wirt.
Auch ein Bill Gates, der ja zum Teil verteufelt wird, und ein Klaus Schwab, ja, ist ein Mensch, der geistigen Kräften ausgesetzt ist. Und selbst ob er jetzt Überzeugungstäter ist oder vielleicht Schlimmes plant, wir wissen das nicht genau. Ich bin da vorsichtig, man weiß es ja nicht. Aber er ist geistigen Kräften ausgesetzt und wie wir alle hier, wie jeder andere auch. Und auch er ist in einer geistigen Ordnung aufgehoben und kommt um die Wirkungen seines Denkens, Sprechens, Fühlens und Handelns nicht herum. Was von ihm ausgeht, kehrt auch zu ihm zurück. Das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Das ist ein ganz altes, simples Gesetz. Was ich denke, was ich fühle, hat immer eine Rückwirkung auf mich. Was ich gebe, gebe ich immer in Wahrheit auch mir selbst. Das ist das, ja, dieses Resonanzgesetz, dass sofort die Rückwirkung da ist. Und dieser Impuls der Trennung, der hat uns seit Menschengedenken, ja, als Menschheit hier gut im Griff. Den Höhepunkt hat er gefunden als Ausdruck im gleißenden Licht der Atombombe. Die Atombombe, das Atomos, das Unspaltbare, wurde gespalten. Eine Ungeheuerlichkeit. Die Wissenschaft hielt das ja lange nicht für möglich damals. Aber sie haben daran gearbeitet. Heisenberg, Bohr und so weiter. Ja? Die Wissenschaftler dann in Amerika, die dann die erste Atombombe bauten und zündeten. Und sie waren erschrocken. Oppenheimer sagte, Robert Oppenheimer, ja, der entscheidend dabei mitgewirkt hat, er sagte, ab diesem Zeitpunkt hatte die Wissenschaft die Sünde kennengelernt. Er war erschüttert. Er beschrieb die Reaktion derer um ihn herum, die das Licht sahen. Er sagte, einige lachten, andere weinten und wieder andere verstummten. Und ich erinnerte mich an den Gott Shiva, der tanzt und sagt, ich bin der Zerstörer der Welten. Ich werde alles zerstören, was ihr aufgebaut habt. Es muss alles zerfallen. Wie ein Fluch fast. Und er war erschüttert, Oppenheimer. Und er sagte in einem Interview, als er gefragt wurde, ja, hätte man das nicht verhindern können und wir könnten doch jetzt noch. Er sagt, es ist zu spät. Es ist zu spät. Die Pandora ist aus der Büchse. Sie ist draußen, der Geist ist aus der Flasche, ja, draußen und wir kriegen ihn nicht mehr rein. Und ich sage hier wiederum, es ist wichtig, dass wir durch diese Prozesse hindurchgehen. Es muss eine Willensfreiheit bestehen in Bezug auf unser Leben hier in der körperlichen Welt. Wir müssen diese Freiheit aushalten, zu sagen, ich zerstöre Körper oder ich zerstöre mein Leben oder ich erhalte es und gehe weiter. Auf dieser auch physischen Ebene. Ich halte das für wichtig. Wir müssen uns dessen bewusst werden, was das bedeutet. Wir kommen gar nicht drum rum. Wir stehen ja mittendrin. Und das ist jede Kriegsfrage. Will ich jetzt töten? Ich selber habe mir die Frage mal gestellt, möchte ich eine Waffe haben? Ich wollte eine Waffe haben. In Deutschland ist das nicht so einfach. Ich wohnte damals an der Grenze nach Sulzberg, da in Vorarlberg, ja, und da wurden noch Menschen rüber geschmuggelt und ich forschte im Internet und Kanäle und man kriegt nicht so leicht eine Waffe. Da muss man sich dann schon was einfallen lassen. Und wieder, wie ich so darüber sinnierte, ja, und über diese Waffe nachdachte, hörte ich eine Stimme in mir. Und die sagte nur, Reinhard, Reinhard. Und du bist dir sicher, dass du das selber in die Hand nehmen willst? Bist du dir ganz sicher? Die Selbstverteidigung, das war gemeint. Und ich dachte, nein, ich will es nicht. Ich lasse es. Die Waffe muss weg. Ja? Ich will keine haben. Ich will keinen Krieg führen. Ich will nicht töten. Du sollst nicht töten. Wir wollen doch dem Leben dienen, auch dem physischen. Und ich habe es gelassen und ich war erleichtert. Ich merkte plötzlich, es war die richtige Entscheidung. Aber ich hörte die Stimme in mir, die sagte, bist du dir sicher? Glaubst du wirklich daran, dass du dich verteidigen kannst? Weil es war implizit für mich die Antwort da, wenn ich das selber machen will, können die mir nicht mehr helfen. Dann tritt der Engel einen Schritt zur Seite und sagt, okay, kann ich nichts machen. Du wolltest das ja selber machen, wir respektieren das. Kannst es ja versuchen.
Und ich glaube, ich fahre besser damit, indem ich es lasse, diese Selbstverteidigung. Das ist aber das alte Denken. Das ist das Denken, die Ukrainer müssen sich verteidigen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Selenskyj hätte gesagt, wir legen alle Waffen nieder. Das sind alles Menschen, die jetzt kommen, die Russen. Es ist uns völlig egal, wir werden keinen Schuss abfeuern. Ist Theorie, ja, ist klar, ist ein Gedankenspiel. Wir hätten ein völlig anderes Energiefeld gehabt. Vielleicht wären die an einem Tisch gesessen, hätten plötzlich miteinander geredet. Es sind doch Menschen. Aber da jeder sagt, naja, die Logik der Idee der Trennung ist, wer schießt hier zuerst? Wer zuerst schießt, hat gewonnen. Das ist der berühmte Western. Wer zieht zuerst, zielt gut und schießt zuerst und bringt den anderen um. Ja, nach dem Motto, du oder ich. Und das ist ein krankes, verrücktes Denken. Wenn einer im Boot fehlt, werden wir hier ein Problem haben. Wenn Sie einen aus der Familie ausschließen, haben Sie einen Ausgeschlossenen, der wird von späteren wieder vertreten. Durch Hellinger, und ich bin ja ein Schüler von ihm, habe ich das ja gelernt. Ja, wer fehlt? Das ist die berühmte Frage in Familiensystemen. Wem wurde die Zugehörigkeit aberkannt? Wem wurde gesagt, du hast weniger Rechte als wir? Und wenn da einer weniger Rechte hat, dann wird ein späterer kommen, der spürt in der Familienseele, hier stimmt was nicht, und der kriegt dessen Gefühle und sagt, ich fühle mich irgendwie nicht zugehörig, ich glaube, ich werde auswandern, ich muss gehen. Und der andere, der Großonkel, war vielleicht ausgewandert nach Amerika, nach Kanada oder nach Australien, sonst wohin. Und jetzt greift er sein Schicksal wieder auf und geht. Verstehen Sie? Es rächt sich alles. Wenn wir ausschließen, haben wir ein Problem. Wir müssen inkludieren, einschließen. Alle brauchen ein Recht, ja, einen Platz, wenn sie ein Recht auf Zugehörigkeit haben. Wir können das nicht einfach absprechen. Egal, wie schwierig die Leute sein mögen, es ist egal. Ja, aber sie haben ein Recht darauf. Und wenn da jemand fehlt und ein schweres Schicksal hatte, kommt ein späterer und vertritt ihn. Das ist mein Buch Finden, was Frieden schenkt, können Sie sich mitnehmen. Ja, da steht das alles drin. Das ist für mich seit über 20 Jahren die Arbeit, zu schauen, wer fehlt und was kann ich tun, damit wieder Heilung in ein Familiensystem reinkommt. Gut, es geht um eine Entscheidung. Nach oben oder nach unten? Wo soll der Fahrstuhl denn hingehen? Und es gibt nur diese zwei Richtungen, Sie können es mir glauben. Oder Sie versuchen, im Fahrstuhl zu bleiben, ohne dass er sich bewegt, aber das wird schwierig. Wir werden uns alle entscheiden müssen, das haben wir ja gesehen. Jeder wurde gefragt, ja, was machst du denn jetzt, Zwangsimpfung? Ja, lässt du dich jetzt impfen oder nicht? Jeder stand vor dieser Frage. Ich meine, das war ja jetzt ein guter Vorlauf, um mal zu sehen, was hier möglich ist. Wohlmeinend oder nicht, wir wissen das, ich lasse das mal so offen. Ja, ich habe natürlich meine Zweifel an der ganzen Geschichte, aber das ist, lassen wir mal so stehen, da kommen wir noch zu. Wir müssen hinschauen, es geht um eine Entscheidung. Nicht? Wie will ich den Menschen begreifen, nur als materielles, physisches Wesen oder als geistiges Wesen? Das ist eine wichtige Frage. Unser Menschenbild ist wirklich in den letzten 2 Jahren auf die Probe gestellt worden. Sehen wir uns nur als Körper. Wenn ich mich nur als Körper sehe, muss ich Angst haben in dieser Welt. Vor was? Vor dem Tod. Das ist das Sicherste, was mich hier erwartet. Als physisches, ja, Wesen, das kann niemand leugnen. Wir alle sind hier Todgeweihte, physisch gesehen. Aber das ist das kleinste Problem, sage ich Ihnen. Sie werden leben. Sie werden auch ihren eigenen Tod überleben. Sie werden bei der Beerdigung in der ersten Reihe sitzen und ganz schön seltsam schauen, was da so abläuft. Ja klar, das wird ein unterhaltsames Programm geben. Ja, ich weiß das, weil ich diesen Erfahrungsbereich von Seele früh kennengelernt habe, schon in meiner Jugend. Wurden mir Dinge gezeigt und Zusammenhänge, ja, dass ich wusste, ich bin eigentlich Seele oder ein geistiges Wesen. Ich betrachte Seele heute mehr im Sinne von Bewusstseinsebenen im Geist. Ja, es gibt verschiedene Ebenen des Bewusstseins. Und wir sind aber in dem Sinne geistige Wesen. Und der Geist ist nicht tötbar. Der ist nicht tötbar. Alle Soldaten sind da, vor allem die Toten. Da fehlt niemand. Alle sind da. Und Menschen haben das ja erlebt. Ja? Die Mutter wusste, jetzt ist es passiert im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg. Die Mütter wussten es, die haben es gefühlt. Jetzt ist er tot. Und dann hörten sie Schritte auf der Stiege. Jetzt ist er da. Jetzt sagt er Ade.
Das haben die gefühlt. Da gibt es genügend Berichte und Phänomene und Erlebnisse. Und das müssen wir mal anfangen, ernst zu nehmen. Viele trauen sich ja gar nicht, über diesen Bereich zu sprechen. Das sind die sehr guten Nahtoderlebnisse, die Sie auf YouTube da beobachten können. Auch ein Österreicher, der sehr gute Filme da macht, Interviews macht, ein Schweizer, sind verschiedene wunderbare Sachen, tolle Arbeiten. Das gibt doch zu denken. Damit sollten wir uns beschäftigen. Denn wenn Sie Angst vor diesem idiotischen Virus haben, ja, der da aufgebauscht wird und in einer Weise dargestellt wird, dass man eigentlich gleich tot umfallen müsste vor Schrecken, ja, dann kann ich nur sagen, dann müssen wir uns mal mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Ich habe mit genügend Ärzten gearbeitet. Sie haben alle dasselbe Problem. Bei Ihnen darf nicht gestorben werden. Der Chirurg sagt dann zum Schluss, bei mir wird nicht gestorben, schieben Sie den mal ganz schnell raus. Ja, vom OP, ganz schnell, der muss jetzt aufs Zimmer, ich will den hier nicht haben. Ja, ja, das klingt verrückt, ja, aber das ist eine Berührungsproblematik, die sind nicht im Einklang mit dem Tod. Warum kann ich mit Menschen gut arbeiten? Weil ich ihrem Tod und ihrem Leben und allem zustimme, was sie sind, was sie in sich tragen. Ich bin damit einverstanden und ich habe davor keine Angst. Ärzte haben Angst davor. Aber sie sind nicht die Halbgötter in Weiß, die das Leben in der Hand haben. Sie mögen ihr Bestes geben mit den Mitteln der Schulmedizin, alles Notfallmedizin, alles wunderbar, darf alles laufen. Aber sie sind nicht diejenigen, die entscheiden. Nicht wirklich. Es scheint manchmal so, aber es ist nicht so. Entscheiden tut der Betroffene, der da auf der Liege liegt, ja, auf dem OP-Tisch liegt. Der entscheidet, ob er bleibt oder geht. Der ist mit einer anderen Ordnung in Verbindung und die müssten wir sehen. Da müssten wir mal mehr hinschauen. Ich bringe Ihnen das dramatischste Beispiel, was ich zu dem bringen kann. Die Sache mit dem Frosch. Kennen Sie das Froschexperiment? Ein Frosch wird auf eine elektrische Platte gesetzt. Ein furchtbares Experiment, aber es ist lehrreich. Und jetzt wird die Temperatur ganz, ganz, ganz langsam erhöht. Es wird ein bisschen warm, ein bisschen wärmer, es dauert, er gewöhnt sich dran und das Erschreckende ist, er wird nicht springen. Wenn die Temperatur ganz langsam erhöht wird, und zum Schluss so heiß wird, dass er verschmort, dann ist es zu spät. Der springt nicht mehr. Der geht kaputt. Er stirbt. Das ist das Froschexperiment. Ein furchtbares Experiment. Aber lehrreich. Man muss Menschen an Dinge gewöhnen. Man muss sie ranführen, wenn man sie manipulieren will. Ihnen Ideen geben, Bilder geben, ja, ein Narrativ geben und das wiederholen und nochmal wiederholen. Und nun kommen die nicht die Lottozahlen, nein, nun kommen die Corona-Zahlen im Fernsehen. Ja? Die Lottozahlen, die sind ja schon uninteressant geworden. Es geht ja nur noch um die Corona-Zahlen. Und das ist verrückt. Das wird so langsam immer wieder eingeführt. Sie hören ja nicht auf. Ich denke, das können Sie sich doch eigentlich jetzt mal schenken. Was soll das Spiel? Das ist doch idiotisch. Wir haben es ja überlebt. Die meisten haben es überlebt. Es sind wenige, die es nicht überlebt haben. Die gibt es natürlich auch. Es gibt Risikogruppen, das weiß ich alles. Ich bin nicht dumm, das ist klar. Ich bin ja auch Heilpraktiker und so weiter. Das ist mir alles klar. Aber die meisten, Gott sei es gedankt, wir wollen uns doch mal freuen, vielleicht sollten wir mal dankbar sein, dass wir es doch ziemlich gut überstanden haben. Ein Grund, ja, wirklich froh zu sein. Aber das ist doch seltsam. Wenn ein Narrativ immer wieder wiederholt wird, langsam erhöht wird die Temperatur, kommt es zu einem Gewöhnungseffekt und die Leute merken nicht mehr, was läuft. Es wird zur Normalität. Das ist auch dieser schreckliche Begriff der neuen Normalität. Da wurde mir schon immer schlecht. Ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Neue Normalität? Wir werden immer die Maske tragen? Nein, so möchte ich nicht leben. Ich möchte Menschen sehen, ich möchte das Gesicht sehen. Wir sind doch Menschen, ich brauche den Ausdruck. Da soll ich Aufstellungen machen? Wenn ich das Gesicht nicht mehr sehe, das lehne ich ab. Das kann ich nicht, mache ich nicht. Ich muss das Gesicht sehen, die Augen, alles. Ja? Das geht so nicht. Und dann abgesehen mal davon, chinesische Verhältnisse in Raumanzügen mit Plastikvisieren. Und das ist ja furchtbar, das ist ja ein Albtraum. Ich meine, so weit waren wir hier noch nicht gekommen wahrscheinlich, ja, im Großen und Ganzen. Gut, es geht um diese dunklen Prozesse, die also langsam laufen, die ein Faible haben für Technisierung. Der ganze Technikgeist, ja, die gesamte Digitalisierung ist alles graukalt.
Da ist kein Leben. Das ist das Anorganische sozusagen. Ja? Also das Organische wäre der Garten, die Karotte im Garten, die Blume im Garten, die da wächst, die man gießt, mit der man eine Beziehung haben kann. Das Tier, die Katze, ja, der Hund, was auch immer. Nicht? Das wären lebendige Beziehungen. Aber zum Computer habe ich keine lebendige Beziehung. Nicht in dem Sinne. Ja? Das ist kein Lebewesen. Aber manchmal verhalten wir uns schon so, und das ist der Weg in die Robotik. Es geht darum, Menschen an Roboter zu gewöhnen, dass dann alte Menschen von Robotern betreut werden, die da ins Zimmer kommen. Was haben Sie? Was brauchen Sie? Kann ich Ihnen helfen? Und dann kommt diese monotone Stimme. Ich möchte das in meinem Alter nicht erleben. Da mache ich nicht mit. Punkt aus Schluss. Ja, und ich steuere auch schon auf die 70 zu. Ja, und das ist so. Aber ich will das nicht haben. Das ist nicht eine Welt, in der ich leben will. Und das werden wir entscheiden müssen. Das werden wir wählen müssen. Sagen ja oder nein. Und da müssen wir uns ja positionieren. Also es geht um die Digitalisierung und die Verwissenschaftlichung aller Prozesse. Das heißt, ein wissenschaftliches Denken, das ist der neue Gott. Das ist der Götze. Wie mir mein Mann sagte, weißt du was, ich glaube nur an die Wissenschaft. Ich dachte, na, dann wollen wir mal schauen, wie weit du damit kommst. Dann schauen wir mal. Wenn das alles ist, der Gott der Wissenschaft, ich weiß nicht. So dankbar ich bin für technische Errungenschaften und die Notfallmedizin leistet Wunder bei Unfällen und so weiter und die Feuerwehr, die Technik, ist alles wunderbar. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das wäre verrückt. Gut. Erinnern Sie sich an das Attentat in Norwegen, dieser Breivik, der auf der Insel dieses schreckliche Attentat hervorbrachte, ja, diese Kinder, Jugendlichen da alle erschoss. Ich glaube, 60, 70, 80 Menschen hat er erschossen. Wie hat Norwegen reagiert? Ich fand es spannend. Die haben gesagt, wir werden mit noch mehr Demokratie, Offenheit und Freiheit reagieren. Wir wollen keine totale Überwachung und Kontrolle. Man könnte ja sagen, an jeder Tür, an jedem Raum gibt es jetzt Kontrollgeräte, die Taschen da durchscannen, hat der eine Waffe dabei, man könnte ja abtasten, das ist ja ein Albtraum. Wollen wir so leben? Das ist ja schlimmer als auf jedem Flughafen. Das haben wir dann überall, den Flughafen mit seinen Kontrollen. Ja? Da mag das ja noch gehen, aber überall nein. Und die Norweger haben gesagt, nein, machen wir nicht. Wir werden Vertrauen investieren in Menschen. Wir wollen eine offene Gesellschaft. Wir wollen Lebensqualität. Und jetzt wird uns eingeredet, unsere Sicherheit ist ein höheres Gut als die Freiheit. Und das stelle ich in Frage. Das ist eine Pervertierung des Sicherheitsbegriffs. So will ich nicht leben. Das Leben da draußen ist immer lebensgefährlich. Ich bin heute auf der Autobahn gefahren. Was Schlimmeres kann man ja fast nicht tun. Wissen Sie das? Sich in ein Auto zu setzen, zu fahren, es ist immer Gefahr da. Das ist völlig normal. Ich fahre im Jahr 30, 40.000 Kilometer. Da gibt es immer mal beinahe Zusammenstöße. Da kann sonst was passieren. Ich bete, ich bin in Verbindung mit meiner Führung und ich danke, wenn ich von der Autobahn lebend runterkomme. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist völlig klar. Aber ich bin im Einklang und ich möchte, dass alle heil ans Ziel kommen. Ich fahre nicht, möchte nicht wie ein Wahnsinniger fahren, nach dem Motto, nur noch Platz für mich machen. Ja? Das ist Egoismus. Dann kriegen wir es auch entsprechend zurück. Nein, ich möchte im Einklang sein mit allen Autofahrern und den italienischen besonders. Die fahren ein bisschen spritziger, gell? Die haben es schon mal drauf. Die machen mal ein Überholmanöver, da schüttle ich nur den Kopf. Aber ich habe sie trotzdem lieb. Ne? Ich versuche es zumindest. Ich habe ja auch schon so ein paar Dinger gedreht, ne, in meinem Leben. Das machen wir alle mal. Aber gewisse Fehler macht man nur einmal. Und das war's dann. Dann ist die Inkarnation beendet, dann gehen wir raus und kommen mal wieder oder was auch immer. Ja? Aber was soll das? Nicht? Aber Leben ist in sich immer gefährlich hier in einem Körper. Das ist normal. Und das einzuklagen, zu sagen, ich habe aber ein Recht auf Sicherheit, auf absolute Sicherheit. Ich habe ein Recht auf Gesundheit. Das ist ja Kindergartenniveau. Wie kommen wir denn dahin? Das sind Ideen, die halte ich für verrückt. Wir werden was für unsere Gesundheit tun müssen. Da muss man eine Leistung bringen. Da muss man sich sinnvoll ernähren, vielleicht sinnvoll leben, glücklich leben. Man muss etwas tun. Und wir sind in einer Anspruchsgesellschaft, der Staat soll mal machen. Herr Doktor, nur machen Sie mal, ich habe Krankenkasse bezahlt, machen Sie mich mal gesund. Mir hat mal ein Arzt gesagt, Reinhard, ich beneide dich um deine Position als Heilpraktiker. Bei dir zahlen die Leute alle schön bar und sind hochmotiviert, bei mir nicht so. Die zahlen Krankenkasse.
der war in einer Klinik, einer psychosomatischen Klinik, ja. Er sagte, es ist schwierig, die Leute da zu gewinnen. Die haben eine Mentalität zum Teil drauf, furchtbar. Ja, mach mal, Doktorchen, nun mach mal. Dabei muss ich doch den Menschen gewinnen für einen Weg, den es zu gehen gilt. Ohne Eigenleistung läuft gar nichts. Das ist mir klar geworden. Gut. Also, was haben wir erlebt in den letzten 2 Jahren? Wir haben das Massenbewusstsein wurde gesteuert in Richtung Angst und fast Psychose. Und hätte man den Leuten gesagt, wenn ihr jetzt auf allen Vieren lauft, ist eure Gehirndurchblutung besser, das Immunsystem verbessert sich um 120% und ihr werdet nicht krank. Es hätten Leute gemacht. Die wären auf allen Vieren durch die Gegend gegangen. Ich möchte es wetten. Man hätte es ihnen nur erzählen müssen, obwohl das völliger Unsinn ist. Ja? Manche hätten es geglaubt. Wir haben viel geglaubt. Und ich habe manches eben nicht geglaubt. Ich habe gesagt, das ist Unsinn. Die Grippewelle 2017, 18, ja, 25.000 Tote in Deutschland. Da hat niemand von geredet. Das war immer völlig normal. Ich habe gar nichts davon gehört. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, okay, Grippe, naja, wenn das einer braucht, ich brauche es nicht. Was soll ich damit? Ich weiß nicht, ja. Ich versuche, mein Immunsystem intakt zu halten. Etwas Besseres als das eigene Immunsystem gibt es doch gar nicht. Sagt sogar Herr Drosten. Selbst der ist jetzt darauf gekommen. Herr Drosten, das Immunsystem, das wäre doch mal eine neue Idee. Ja, und die Pharma soll besser sein? Die soll mein Immunsystem übernehmen und das ersetzen? Ich glaube, es geht los. Ich bin halt ein Naturheilkundler, ich denke da anders. Nicht? Licht, Luft, Wasser, Ernährung, Bewegung, Kneipp, all diese Anwendungen. Wir haben doch gute Geister gehabt, Bircher, Benner und so weiter, die Schweiz. Den lassen Sie noch reden, den tasten Sie nicht an. Der durfte sogar im Fernsehen noch reden, der alte Bircher. Ja? Nicht? Er durfte reden. Da haben Sie nichts gesagt, weil das ist eine Ikone. Ne? Den lässt man denn schon noch mal zu Wort kommen. Aber alle anderen... Wodak, Bhakti und wie sie alle hießen, ja, jetzt so langsam kommt's. Es kommt ein Umdenken, wir sind auf dem Weg. Und ich plädiere für Versöhnung, ich plädiere für Freundlichkeit, Hinschauen. Wir wollen Menschen gewinnen für den Weg der Heilung. Mir geht es ja nicht ums Recht haben. Ich will einfach nur, dass es allen gut geht. Das wäre mein Wunsch, dass alle glücklich sind und gesund. Und dafür werben wir doch, ja, das ist doch das Anliegen. Ich bin nicht für Tribunale. Nicht wirklich. Ich weiß, viele schreien danach. Ich bin dafür hinzuschauen. Wir brauchen eine Wahrheits- und Versöhnungskommission aller Südafrika, Nelson Mandela, Bischof Tutu. Das haben die damals initiiert. Das bräuchten wir eigentlich, dass wir uns alle an einen Tisch setzen und jeder mal seins hinlegt. Und dann möchte ich die Verträge der Pharma sehen, aber ungeschwärzt. Da ist mir zu viel Schwarz drin. Ich kriege gar nicht die Informationen. Ne? Die entscheidenden Stellen werden alle geschwärzt. Was soll das? Wir sind der Souverän. Wir, die Steuerzahler, die Bürger, wir müssen Verantwortung übernehmen und sagen, nee, da machen wir nicht mit. Das wollen wir doch jetzt mal wissen. Was ist denn da los? Irgendwie greifen wir immer ins Leere in der letzten Zeit. Das gefällt mir nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Ja? Die Frage ist, ob wir es mitmachen. Gut, wo geht die Reise hin? Naja, gut, Sie kennen das Wort, der große Reset, ja? Und man könnte den großen Reset unter Überzeugungstäteraspekten sehen, dann macht das sogar Sinn, dass man sagt, ja, wir sind zu viele hier in der Welt, das muss ein bisschen weniger werden, wir brauchen eine andere Ernährung, wenn wir alle Fleisch essen wollen jeden Tag, das können wir nicht machen, wir verfuttern zu viel Pflanzenmittel und so weiter, das macht ja auch alles Sinn, nicht? Ganz so verkehrt sind ja diese Aspekte nicht, aber, so, und jetzt kommt das Aber, und da müssen wir uns wieder den Geist der Welt anschauen. Und wer ihn sehr gut beschrieben hat, das ist der Herr, das neue Sprachrohr von Klaus Schwab. Sie kennen ihn sicherlich. Er hat den Bestseller geschrieben, Eine kurze Geschichte der Menschheit. Ich glaube, so heißt das Buch. Ja? Der Dr. Yuval Noah Harari, ein israelischer Historiker. Ein kluger Mann, der ist ja nicht dumm, ja, überhaupt nicht. Und ein Transhumanist und führender Berater von Klaus Schwab und des WEF, World Economic Forum Davos, ist vermutlich allen hier doch mehr oder weniger ein Begriff, geboren 1976 eben, und er sagt Folgendes. Ja, er macht einen Ausblick auf das, was gewünscht wird von gewissen Kreisen, wer auch immer das ist. Ja, werden in der Lage sein, die Menschen systematisch zu hacken.
Er benutzt das Wort hacken. Also er sieht uns, weil wir das Genom ja gehackt haben. Das Genom des Menschen ist ja bekannt, die Aminosäurensequenzen und so weiter. Wir können heute Krankheiten auf DNA-Strängen festmachen, vielleicht sogar bearbeiten, auslöschen, was auch immer die sich da vorstellen. Ja? Und es soll gehackt werden. Menschen sollten wir sollten Menschen daran gewöhnen, dass wir nicht länger geheimnisvolle Seelen sind. Wir sind jetzt hackbare Tiere. Das hat er wirklich gesagt. Es gibt die Interviews auf YouTube, man kann das eingeben, dann kommt das. Ja? Also ich bin kein hackbares Tier, ich bin ein Mensch, Punkt. Ja? Und ich sehe Menschen hier vor mir und das ist, ich finde es furchtbar. Wir rutschen hier ab in ein Menschenbild. George Orwell, Aldous Huxley lässt grüßen. Ja? Nicht? Brave New World, schöne neue Welt. Daten, es geht immer um Daten, Informationen, könnten die menschliche Elite dazu befähigen, noch radikalere Dinge zu tun, als nur digitale Diktaturen aufzubauen. Evolution durch natürliche Selektion wird zur Evolution durch intelligentes Design. Also wir greifen ein, es wird eine Auslese stattfinden. Ja? Das ist der Begriff auch, ich glaube, der Eugenik. Man wird schauen, dass möglichst gar keine Krankheiten mehr entstehen. Ja? Und dass wir technisch sozusagen perfektioniert werden. Und dann die Verschmelzung in einem weiteren Schritt mit der Digitalisierung. Also das, der Transhumanismus, der göttliche Mensch sozusagen. Es wird ja jetzt schon so gesagt auch. Ja? Nicht? Und ich lese es hier nochmal vor. Kein intelligentes Design irgendeines Gottes, sagt er hier, über den Wolken, sondern durch unser intelligentes Design und das intelligente Design der Clouds, die IBM Cloud, die Microsoft Cloud. Also wir werden so vernetzt sein, wie wir es ja heute schon sind, durch diesen kleinen Kasten, den wir alle mit uns rumtragen, das sogenannte Mobiltelefon. Das war ein Durchbruch. Dass jeder mit dem Ding rumläuft, ja, da sehe ich Leute am Strand, ein Paar geht am Strand und jeder hat sein Ding und guckt da drauf. Und alle 500 Meter steht ein Riesensender und bringt die Daten da zu diesen beiden da am Strand. Wieso die noch am Strand gehen, weiß ich nicht, was das bringen soll. Ja, es ist einfach ein Wahnsinn. Sie sind Gefangene ihres kleinen Bildschirms da und das ist problematisch. Ich habe von Microsoft-Gründer Bill Gates gehört, wenn der in Urlaub macht, so, inkognito, versucht er, kriegt er auch hin, mit seiner Familie, also Frau und den Kindern, hat er das immer so gemacht, dass 6 Wochen kein elektronisches Gerät dabei war. Er hat bewusst alles abgestellt. Naja, wenn der es nicht weiß, wer dann? Der weiß schon warum. Weil es verändert uns, wenn wir ständig nur noch damit zu tun haben. Ja, wir entfernen uns vom Menschlichen. Das färbt ab sozusagen. Und wir sind überflutet von Informationen. Unser Geist kriegt ständig Input und man muss sich ja fragen, ja, was ist denn jetzt noch wichtig? Was ist denn wichtig? Viel Wisserei ist keine Weisheit. Weisheit braucht ein Minimum an Informationen. Weisheit, da braucht man nicht viel. Aber Weisheit, Qualität. Aber viel Wisserei, die Million-Dollar-Frage, ja, wenn die dann in die letzte Runde kommen und jetzt geht es um die Millionen und ob er den Jackpot da knackt und so weiter, nicht? Diese viel Wisserei, das ist geistlos. Das ist nur, wer es hat, die Antwort, der kriegt dann die Million. Na und? Was soll das Ganze? Ja, es ist absurd. Lebensqualität entsteht durch Weisheit, indem wir wesentlich werden und erkennen, wer wir eigentlich sind und wie wir sein wollen. Ja? Diese Lebensqualität, dieses Wesenhafte des Menschlichen, des Geistigen in uns entwickeln und das nähren. Und ich habe beobachtet, ja, wenn ich Filme schaue, ich bin ein Kinofan, durchaus. Ich schaue mir gern Filme an. Es gibt wenige Filme, wenn man die angeschaut hat, fühlt man sich danach besser. Man hat einen Energiezuwachs, man fühlt sich irgendwie positiver, angenehmer, besser. Das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten Filme eher geht es nach unten. Ja? Man verliert Energie. Außer man schaut sie an mit Geistesschulung, dann kann man wieder was daraus lernen. Aber wenn man zu passiv
einen Film konsumiert, verändert das uns und es zieht uns so ein bisschen vielleicht runter. Und wir merken es kaum. Aber wir kommen nicht in einen Plus, ja, in einen Zuwachs. Ich weiß noch, von Jodie Foster habe ich mal den Film gesehen, Nell. Kennt denn jemand? Da geht es um Kinder, die ein Zwillingspaar, Mädchen, glaube ich, die im Wald leben, Nell. Nach dem Film habe ich mich besser gefühlt, ganz komisch. Der war irgendwie wesentlich, da war was in mir passiert, kann ich mich heute noch daran erinnern. Es war wie so, wumm, ich war eine Ebene höher. Ja? Und diese Filme gibt es. Und wenn man das mal bewusst erlebt, weiß man, was geistige Nahrung ist. Sie verändert uns. Denn jedes Bild, das Sie aufnehmen, müssen Sie verdauen. Das heißt, eigentlich müssten wir die Bilder ausdrucken und essen, Mangiare, reinschieben, essen. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Eigentlich machen wir das. Man müsste jedes Bild, jeden Film eigentlich reinstopfen, essen und den müssen wir geistig natürlich bitte, ja, verdauen. Das ist eine Arbeit. Und was wir so für Schrott sehen und den x-mal denselben Schrott. Rosemunde Pilcher, die 695. Tatort, die 1728. Es ist ja immer dieselbe Geschichte. Hauen und stechen. Und das nennen wir Unterhaltung und Kulturprogramm. Dann lieber mal Shakespeares Macbeth oder Der Kaufmann von Venedig. Meine Vortragsversion davon ist auf den CDs oder ist im Internet zu finden. Die ist gut. Da kann man wieder was lernen. Ja? Der Kaufmann von Venedig. Was ist Der Kaufmann von Venedig? Eine Lektion in Unbarmherzigkeit. Wie mache ich den anderen fertig? Das ist die Lektion. Und das ist erschütternd, wie der Schuss nach hinten losgeht. Spannend. Shakespeare hatte was. Ich war erschüttert, wie ich das sah, in einer Verfilmung mit Al Pacino. Der Kaufmann von Venedig. Ein toller Film. Gut, noch ganz kurz mal hier, so, was da so angedacht ist. Nach 4 Milliarden Jahren betreten wir die Ära des anorganischen Lebens. Anorganisch, nicht organisch, anorganisch, ja, digital, das meint er hier. Geformt von intelligentem Design. Gehören die Daten meiner Körperfunktionen, meines Lebens mir oder der Regierung oder dem menschlichen Kollektiv? Ja, also wem gehören diese Daten? Die Datenschützer stehen ja Kopf, wenn Sie sich das anschauen, was für Daten gehandelt werden. Google ist ein Geschäftsmodell mit Daten. Es geht nur um Daten, zu wissen, wie Menschen ticken, nach welchen Algorithmen die funktionieren und wie die noch zu besseren Konsumenten werden können. Nur darum geht es. Es geht um Geld, es geht um Konsum, es geht eigentlich, ja, eigentlich geht es um nichts. Es ist eigentlich viel Lärm um nichts. Eigentlich geistlos. Es geht um Macht. Es geht um Geld. Und das Symbolbild dieses Spiels ist Monopoly. Kennen wir alle. Es ist das blödeste Spiel, was ich je gespielt habe. Mir ging es so schlecht als Kind. Wir hatten dann so ein Limit von 30 Millionen Schulden. Ich war dann bei 28 Millionen und ich war am Sterben. Innerlich ging es mir als Kind, wohlgemerkt. Ich war 10, 12 Jahre alt. Wir spielten Monopoly über 3 Wochen. Mit ordentlich viel Schulden machen, ne? So wie das jetzt in der Regierung läuft, so immer mehr Schulden. Und ich hatte so viele Schulden, mir wurde immer schlechter. Und ich dachte, eigentlich ist das ein saublödes Spiel. Warum spiele ich das eigentlich? Ja, aber da war so ein Reiz, ne? Da war so ein Kick. Ich könnte ja auch gewinnen. Und dann mache ich die anderen fertig und dann sauge ich sie aus. Und dann sage ich eigentlich, ich trinke dein Wasser, ich trinke dein Öl, ich trinke dein Blut. Und das ist dieser dunkle Geist. Da lebt einer auf Kosten von anderen. Und das ist traurig. Das ist der Wilde Westen. Da gibt es immer zu Tote. Menschen eine Seele, Geist, freien Willen haben, das ist vorbei. Dr. Yuval Noah Harari, World Economic Forum, sagt das vor den Leuten dort. Das ist vorbei. Und die nicken alle freundlich und finden das offenbar cool. Weil es geht ja um Macht. Ne? Da sitzen ja in Davos, oh mein Gott, Davos. Wer die Luft da mal geatmet hat, die dünne Luft von Davos, da wird man nervös, ne? Wenn man da mal so ein bisschen mitspielen darf. So. Wie mir mal eine Frau sagte, ich möchte mitpokern. Und zwar ganz oben. Ich will nach ganz oben. Ich sagte, dann wünsche ich gute Unterhaltung. Ciao dann. Ich glaube, ich brauche das nicht. Was soll ich da oben? In diesem Wahnsinnsclub. Da ist ein eiskalter Wind. Eiskalt. Der ist so kalt,
Das können sich die meisten nicht annähernd vorstellen, wie eiskalt der Wind der Finsternis ist. Der ist sehr kalt, mörderisch kalt. Ich bringe ein Zitat von Rudolf Steiner, der das ganze Geschehen 1917 in seinen Dornacher Vorträgen beschrieben hat, was wir jetzt gerade erlebt haben. Man wird in der Zukunft, 1917, sagt er das, aus einer gesunden, in Anführungsstrichen, Anschauung heraus einen Impfstoff finden, durch den der Organismus so bearbeitet wird, in möglichst früher Jugend, das ist ja die Kinder schon impfen, mit einem hochsensiblen Immunsystem, ein Kind, hormonell, Immunsystem, alles, ein Wahnsinn da einzugreifen. Und ich spreche aus Erfahrung. Mein Bruder ist ein Impfschaden. Ich habe einen autistisch behinderten Bruder. Meine Mutter wurde überrannt von den Ärzten 1959, er war gerade geboren. Die Fünffachimpfung, glaube ich, knallte man damals gleich rein. Sie wollte das nicht, sie wurde so bearbeitet, bei mir ein Jahr später hat sie Nein gesagt. Wurde beschimpft bis zum Letzten, ich bin nie geimpft worden. Ich habe nur einmal Tetanus gekriegt und das war's. Ansonsten habe ich nichts bekommen. Ich bin ihr dankbar. Sie war da, bei mir konnte sie es dann durchsetzen. Er ist Autist. Jedes 37. Kind in Amerika, das ist heute statistisch belegt, ist Autist. Nach den, all den normalen Impfungen, die so reingejagt werden. Ja? Der Autismus, nicht? Diese Blockade. Und hier sagt er das. Wird in möglichst früher Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, dass dieser menschliche Leib nicht zu dem Gedanken kommt, es gibt eine Seele, einen Geist. Das soll er gar nicht denken. Ja? Die anderen, die Nachfolger der heutigen Materialisten, werden den Impfstoff suchen, der den Körper in Anführungsstriche gesund macht, das heißt so macht, dass dieser Körper durch seine Konstitution nicht mehr von solch albernen Dingen redet wie Seele oder Geist. Gesamtausgabe, Seite Nummer 177, kann man nachlesen. Ja, die Vorträge von Steiner sind alle kostenlos downzuladen im Internet, kann man alles kriegen. Ja, ich habe mich ein bisschen reingearbeitet. Dann ein weiteres noch von Steiner, um das abzurunden. Die Angst vor Bazillen ist die Fortsetzung der Angst vor Hexen, vor Dämonen im Mittelalter. Und es war eine schreckliche Zeit, überhaupt keine Frage. Ich bin froh, dass wir sowas wie Aufklärung, Renaissance und so weiter gehabt haben, das ist klar. Im Mittelalter musste eine Frau beweisen, dass sie keine Hexe war. Das ist ja schrecklich. Das ist ja furchtbar. Und jetzt müssen wir beweisen, dass wir gesund sind? Wie soll ich denn das machen? Das ist ja verrückt. Und das muss ich jeden Tag beweisen. Ich will in den Laden und ich werde rausgeschmissen. Ja, Sie haben keinen Test. Wieso brauche ich einen Test? Was heißt das? Ja, Sie müssen Ihre Gesundheit beweisen, dass Sie nicht krank sind. Das ist ja absurd. Und das hatten wir im Mittelalter. Und dann gab es den Hexenhammer. Die Prozedur des Verhörens und des Fertigmachens, das war Schattenprojektion. Die Leute konnten nicht mit der Finsternis umgehen in sich, denn Finsternis ist in uns und sie spiegelt sich da draußen, ist schon klar. Aber wir müssen mit dem Schatten in uns lernen umzugehen und da komme ich noch zu, wie wir das machen. Aber hier Steiner sagt es, es gibt kein Bazillen werden am intensivsten gepflegt, wenn der Mensch in den Schlafzustand hineinnimmt, nichts anderes als materialistische Gesinnung. Also er hält sich nur für einen Körper, das ist der Trick. Wenn ich mich nur für einen Körper halte, muss ich an Bazillen, Viren glauben, dann gibt es auch kein Immunsystem, dann habe ich überhaupt keine Chance. Dann gibt es auch keinen Gott und keine Hilfe und es ist alles verloren. Das ist doch völlig klar. Es gibt kein besseres Mittel für diese Pflege, als mit nur materialistischen Vorstellungen in den Schlaf hineinzugehen. Er betont den Schlaf. Interessant. Weil im Schlaf laufen Bewusstseinsprozesse, der Geist ist immer aktiv. Deswegen träumen wir ja auch jede Nacht. Wir müssen träumen, um gesund zu bleiben. Freud hat das ja erkannt. Wir müssen das Zeug verarbeiten vom Tage. Und wir haben auch wichtige Träume. Informationen bekommen wir da. Wir docken an höhere Sphären. Das ist ja alles ein geistiger Vorgang. Die Naturwissenschaft weiß davon so gut wie nichts.
Das ist alles, es ist schwer fassbar, das ist klar, weil es auf subjektiven Erfahrungen beruht. Und subjektive Erfahrungen werden diffamiert als unwissenschaftlich. So einfach ist das. Und dann wird man abgebügelt in dieser Welt, ja, und man ist erledigt, weil man überhaupt nicht da gehört wird. Das sind ihre persönlichen Erfahrungen, das hat überhaupt keine Bedeutung. So einfach ist das. Na ja, was soll in meinem Leben denn mehr Bedeutung haben als meine persönlichen Erfahrungen? Hallo? Das ist doch mein Recht. Oh, ich habe doch ein Recht auf meine persönlichen Erfahrungen und kann Schlüsse daraus ziehen. Ob die das so glauben oder nicht, das ist doch nicht meine Sache. Aber es betrifft doch mich. Hat jemand ein Recht, mein Traumleben in Frage zu stellen oder mein geistiges Leben? Das wäre ja verrückt. Also, nochmal hier. Es gibt kein besseres Mittel für diese Pflege, in Anführungsstrichen, als nur mit materialistischen Vorstellungen in den Schlaf hineinzugehen. Und von da, von der geistigen Welt, von seinem Ich und Astralleib aus zurückzuwirken auf die Organe des physischen Leibes, die nicht Blut und Nerven sind, Nervensystem sind. Also die Organe nehmen Impulse auf im Schlaf über das, was wir dort träumen, was wir dort tun. Das hat einen Rückkopplungseffekt, klar. Das ist Teil unseres Lebens, das Schlafen. Und ein nicht unerheblicher. Ein Drittel des Lebens, so kann man ungefähr sagen, verschlafen wir. Aber da passiert was. Wir müssen schlafen können. Das ist ganz wichtig. Es gibt kein besseres Mittel, Bazillen zu hegen, als mit nur materialistischer Gesinnung zu schlafen. Das heißt, es gibt noch wenigstens ein Mittel, das ebenso gut ist wie dieses. Das ist, in einem Herd von epidemischen oder endemischen Krankheiten zu leben und nichts anderes aufzunehmen als die Krankheitsbilder um sich herum, indem man einzig und allein angefüllt ist mit der Empfindung der Furcht vor dieser Krankheit. Sehen Sie, und das ist passiert. Jeden Abend in der Tagesschau, ich rede jetzt von Deutschland, ja, oder ORF, hier geht dasselbe wahrscheinlich, die Corona-Zahlen und dahinter ein Bild eines erstickenden Menschen auf der Intensivstation. Also wenn man das aufnimmt, kriegt man Angst. Ist das hilfreich? Nein. Wollen die mein Immunsystem runterfahren? Weiß ich nicht. Ich stelle Fragen. Was soll das? Ein Kapitän, der weiß, dass unten die Schotten undicht sind, dass das Schiff auf den Eisberg gelaufen ist, ja, dass irgendein Problem droht, Wasser reinläuft in das Schiff, der wird nicht schreien, Leute, Wasser, Wasser, wir gehen unter. Nein, nein, er wird sagen, wir spielen jetzt mal Mozart und dann verteilen wir Schwimmwesten, weil mit Musik geht das besser. Und dann machen wir mal eine Übung, wir steigen mal in die Rettungsboote, wir probieren mal was aus. Und dann bringt er den Leuten langsam bei, dass sie ein Problem haben. Aber wenn ich eine Panik auslöse, ich habe mal einen Intelligenztest mitgemacht, der ist gar nicht so schlecht ausgefallen, ich war nicht super, aber immerhin, eine der Fragen lautete, Sie sitzen im Kino und wissen als Einziger, dass hinter dem Vorhang, also hinter der Bühne, ein Feuer ausgebrochen ist. Was machen Sie? Na, der Normalbürger sagt, ich schreie Feuer, Feuer, raus hier. Ich löse eine Massenpanik aus, die trampeln sich gegenseitig zu Tode, es wird ein Wahnsinn. Nein, ich habe gesagt, ich werde vorgehen zur Bühne und sagen, wir unterbrechen jetzt die Filmaufführung. Die Firma Hackerbräu aus München hat Jubiläum und hat uns kostenloses Bier mit Bratwurst draußen zur Verfügung gestellt. Sie dürfen jetzt alle rauskommen, wir legen noch eine kleine Imbisspause ein. Und so kriege ich die alle, ja, nicht nur die Männer, auch die Frauen, irgendwann gehen sie doch alle raus, ne? Und man verkauft ihnen das so. Naja, wie man die Impfung verkauft mit einer Bratwurst. Halt doch ein bisschen was, einen kleinen Gutschein. Heieieiei, was ist denn da passiert? Gut. Ich zitiere einen sehr schönen Satz aus dem Film Die technokratische Diktatur von Viktoria Knobloch. Eine sehr coole Filmemacherin, hat mir gefallen. Dieser Film ist, ich glaube, auch im Internet zu finden, von Viktoria Knobloch, Die technokratische Diktatur. Jochen Kirchhoff, Philosoph und Autor, sagt: Der Grundansatz der neuzeitlichen Naturwissenschaft ist ein mechanistischer, ist ein Ansatz, der das Bewusstsein und die lebendige Wirklichkeit ausklammert. Das Bewusstsein und die lebendige Wirklichkeit wird ausgeklammert. Das gibt's gar nicht, das wird einfach beiseite gelassen.
und das auch zum Programm erhebt. Das ist eine Weltsicht, die vom, und jetzt das Wort merken Sie sich, vom Toten ausgeht. Das ist alles tot. Geistlos gleich tot. Die vom Toten ausgeht und das Lebendige nie erreichen kann. Und so ist dann auch die Kosmologie und die herrschende Physik und auch die Technik letztendlich vom Toten bestimmt. Wenn man das absolut setzt, und das tun sie ja, das wird ja versucht, ruiniert das alles, alles, was uns als Menschen ausmacht, die auszeichnet, die ganze Psyche, alles wird letztendlich platt gemacht. Als Menschen werden wir platt gemacht. Wir sind heckbare Tiere, hat er ja gesagt. Er ist ja ehrlich. Es wird eingeebnet, es wird eindimensional betrachtet und es wird sozusagen als etwas Irrelevantes bezeichnet. Gefühle und Sehnsüchte, Ängste, aber auch Erkenntnisse im höheren Sinne, auch das sogenannte Spirituelle, all das wird eliminiert und zur bloßen Glaubenssache erklärt. Können ja so ein paar Verrückte dran glauben, aber das glauben wir ja wohl nicht mehr. Ne? Das wird dann alles eingeebnet. Und das ist die Tendenz, das ist der Geist unserer Zeit. Wer sich da noch traut, an höhere Mächte zu glauben, der sollte lieber schweigen, lieber nichts sagen. Und darauf wird es auch hinauslaufen. Ich sehe es kommen, dass da eine Zeit läuft, wo über diese Dinge nur noch im Vertraulichen gesprochen wird und man in eine innere Emigration geht. Wenn das zu stark außen geäußert wird, provoziert es nur und wird niedergebügelt, wie es jetzt niedergebügelt wurde. Es gab ein paar anthroposophische Ärzte, kluge Leute, auch aus anderen Disziplinen, die haben sich getraut, Dinge anzusprechen. Aber wurden sie gehört? Naja, in den öffentlichen Medien nicht. Dort kamen sie sicherlich nicht zu Wort. Nicht? Das braucht Mut. Auch Schauspieler, wir wissen das, die Künstler, die sagten, irgendwie ist das hier ein bisschen verrückt. Dürfen wir das mal sagen? Nein, das darf man nicht sagen. Das ist nicht das Narrativ. Das ist politisch nicht korrekt. Und dann wurde gesagt, naja, der Liefers kriegt ja wohl keine Rolle mehr im Tatort. Das dürfte ja wohl jetzt klar sein. Der kann ja wohl Arbeitslosengeld, Hartz IV beantragen. So wurde geredet über Schauspieler, über Menschen, Künstler, als hätten die kein Recht auf Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit, ein hohes Gut. Leider, das war's dann. Also in diesen 2 Jahren. Ich hoffe, wir kommen langsam wieder hin. Ich möchte doch meine Meinung frei hinstellen dürfen. Habe ich weniger Rechte als Wissenschaftler oder Politiker? Und das Grundproblem ist ja, die Politik hat den wissenschaftlichen Diskurs übernommen. Die Politik hat das übernommen. Das ist das Verrückte. Die eigentlichen Wissenschaftler kommen ja zum Teil überhaupt nicht zu Wort mit ihren anderen Meinungen, Perspektiven, Ansichten, ja? Professor Bhakti, Dr. Wodak, der Tamiflu abgebügelt hat damals, wie die WHO die Schweinepest da initiierte. Wir verdanken das Dr. Wodak in Deutschland und weltweit. Der hat das geleistet. Der müsste eigentlich das Bundesverdienstkreuz kriegen. Tamiflu hat, Till Schweiger sagt Ihnen was. Er hat eine wunderbare Tochter, er machte nur einen Fehler. Er gab ihr Tamiflu. Er hat gesagt, ich habe an dieses Mittel geglaubt. Jetzt hat die heute die Schlafkrankheit. Er sagt, das vergebe ich mir nie. Wenn ein Vater seinem Kind ein Mittel gibt und sagt, das musst du jetzt nehmen, er glaubte, es war Gefahr im Verzug, natürlich hat er das geglaubt, das ist ja logisch. Und er hat es ihr gegeben und sie hat die Schlafkrankheit. Furchtbar, die ist behindert für ihr Leben. Ich will nicht sagen, dass das unheilbar ist, aber das wäre eine andere Frage. Aber es ist schwer. Er sagt, das vergebe ich mir nie. Ein großer Schmerz. Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist ungeheuerlich. Und wenn jetzt die Nebenwirkung, Nachwirkung, wenn das weiter ignoriert wird, es kommt langsam. Der MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, hat jetzt eine Sendung gemacht. So langsam werden die mal gehört, die Leute, die wie Schwerbehinderte da rumrennen, hier auch aus Klagenfurt und so weiter. Ja, dieser eine junge Mann, der Sport studieren wollte. Red Bull, der Kanal, wie heißt er? Servus TV. Also Matuschitz hat mit seinem blöden Red Bull-Zeug das ganze Karma schon, seine ganzen Negativsachen schon gelöscht, aus meiner Sicht. Dass er diesen Kanal finanziert und auf den Weg brachte, dass diese Infos rauskommen, ist alles für mich okay dann. Ja, ich halte nichts von Red Bull, sein blödes Zeug. Ja. Aber dass er das jetzt so gemacht hat, das rechne ich ihm hoch an, muss ich sagen. Denn das braucht Mut, das braucht Mut. Die Leute leben gefährlich.
Die Leute leben gefährlich. Wenn sie den Koffer voll Geld nicht nehmen und der braucht kein Geld, der hat genug, dann werden sie anders bedroht. Die Mafia in Italien macht das immer so: Herr Richter, Herr Richter, ich wünsche Ihnen ein langes Leben. Da weiß man genau, das ist eine Morddrohung. Ja, es wird nett verklausuliert. Ich wünsche Ihnen ein langes Leben. Ja, genießen Sie es. Ja. Ich gehe weiter. Was können wir tun? Was können wir tun angesichts dieser mal skizzierten, man hätte viel mehr Infos, aber Sie wissen auch vieles mit Sicherheit. Daran mangelt es ja nicht. Wer wissen will, der weiß. Was können wir tun? Und Sie werden vielleicht überrascht sein von dem einen oder anderen Tipp, den ich jetzt auffahre. Weil ich ganzheitlich denke und die andere Seite mit einbeziehen muss in mir. Wir müssen immer anders denken da. Ich werde das jetzt erläutern. Auf Feindbilder verzichten, das ist das Schwerste. Viele haben Feindbilder. Ich halte von Feindbildern gar nichts. Sie fallen mir auf die eigenen Füße. Das sind Formen von Aggression. Das ist menschlich, ich kann das nachvollziehen, aber ich kann es nicht gutheißen, weil es nicht hilfreich ist. Jede Form von Aggression, die von mir ausgeht gegenüber jemandem, fällt auf mich zurück. Die fällt mir auf die eigenen Füße. Das weiß ich aber sicher. Auch ein Bill Gates, wie ich sagte, ein Klaus Schwab, es ist mein Bruder, es ist ein Mensch. Er mag verblendet sein, er mag an den Wahnsinn glauben, er mag ihn exekutieren, er mag sich verbünden mit irgendwelchen Mächten, ich weiß es nicht. Das wissen wir schon, ich bin da vorsichtig, aber es ist ein Mensch. Und ich will ihn als Bruder sehen und ich wünsche ihm Frieden. Absolut. Der Geist der Finsternis benutzt Menschen. Die Frage ist, wie Goethe sagte, den Teufel spürt das Völkchen nie. Und wenn er es beim Kragen hätte, er hat sie beim Kragen, er führt sie zur Bücherverbrennung, er macht alles durch sie hindurch, verstehen Sie? Und die merken es gar nicht. Die fühlen sich in ihrer Macht, in ihrer Machtorgie. Hitler fährt durch Paris am Sonntagmorgen mit seiner Entourage, mit so ein paar Leuten, allein durch Paris und nach dem Motto, es gehört jetzt alles mir. Was für ein Unsinn, was für eine Lächerlichkeit. Aber sie glauben das. Ich habe Macht. Wissen Sie, das reine Opiat im Geist ist Macht. Gib kleinen Leuten Macht und sie sind berauscht. Ein KZ lässt man sich selber verwalten. Die SS war genial. Himmler war genial. Die wussten genau, wie sie es machen wollten und mussten. Spalte die Lagerinsassen, bring sie gegeneinander auf, verteile Posten, Vorzüge, Bonuspunkte, Essen und so weiter, bau eine Hierarchie auf und die verwalten sich selber. Es brauchte eine Handvoll SS-Leute so ungefähr zum Schluss, um ganz Auschwitz zu führen, um so ein Lager im Griff zu haben. Ist das nicht verrückt? Weil die in sich, das ist der Geist der Spaltung, nicht? Divide et impera, also teile und herrsche. Man muss den Feind teilen, gegeneinander aufbringen, die Geimpften gegen die Ungeimpften. Mensch, Leute, die Geimpften haben ein Problem und da habe ich Mitgefühl. Die müssen sich jetzt so verarscht fühlen, die kriegen jetzt dauernd Corona, haben kein Immunsystem oder ein eingeschränktes, wenn es blöd läuft und sind krank. Das ist doch schrecklich, das ist doch furchtbar, da kann ich doch keine Freude empfinden. Das ist sehr traurig, molto triste, sehr, sehr, sehr traurig. Es tut mir sehr leid um diese Irrtümer. Ich war klar, ich wusste, das lasse ich nicht in mich rein, aber ich habe da einen gewissen Bonus gehabt, ein gewisses Vorwissen durch meine Mutter und so weiter und durch gewisse Leute. Es ist traurig. Meine Schwiegertochter wäre fast gestorben. Sie hat es überlebt. Na Gott sei Dank, ich muss mich nicht um meine Enkel kümmern. Die sollen das selber machen, sie sind doch die Eltern. Natürlich kümmere ich mich um die Enkel, wenn nichts mehr geht, bevor die in ein Heim kommen. Dann springe ich auch wieder ein. Ich war alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Musste ich auch einspringen, habe ich gemacht. Das macht man dann, fertig. Das ist schon klar. Ich mache es auch gern. Aber ich bin nicht glücklich, wenn die stirbt. Das ist doch wohl klar. Das ist schon heftig. Also keine Feindbilder. Ja, manche sind Überzeugungstäter. Es steht uns nicht zu, das zu beurteilen. Und dazu lese ich eins der berühmtesten und schönsten Gedichte vor über Geistesschulung.
von Albert Steffen. Sagt das jemand mir was? Albert Steffen, der Nachfolger von Rudolf Steiner. Also zumindest war er der Verwalter dann und ein Poet, ein Dichter, der eins der schönsten Gedichte geschrieben hat, wenn es um Geistesschulung geht. Ich lese Ihnen das vor. Das ist so genial. Also ich staune nur. Von drüben tönt ein Ruf zu mir, dem Feind der Liebe und des Lichts. Ins Auge schauen, weiter nichts, verlangt der Engel jetzt von dir. Nur, dass du wie ein Spiegel wirst, darin der Dämon sich erkennt, in deiner Läuterung verbrennt, das Böse in sich selbst zerbierst. Der Herr des Schicksals fordert nicht, dass du die Hand als Richter hebst, nur, dass du in der Wahrheit lebst. Der Geist ist selber das Gericht. Bah, das ist Info. Das werden wir brauchen für die anstehende Zeit, dass wir nicht in Affekte zurückfallen, in Aggressionsaffekte, die können wir uns nicht leisten, sie sind nicht hilfreich. Ich wünschte, das wäre jedem von uns klar. Ich habe Hass erlebt, als ich 17, 18 war, hieß es, dein Cousin hasst seinen Vater, weil er deine Cousine sexuell missbraucht hat, ein Pfarrer, evangelischer Pfarrer, über Jahre missbraucht. Und er hasst jetzt seinen Vater. Ich war damals ein bisschen naiv, gebe ich zu. Und ich sagte zur geistigen Welt, könnt ihr mir mal zeigen, was Hass ist? Ich kapiere das nicht. Was ist denn das Hass? Ich wusste es nicht. Nicht wirklich. Und dann haben die mir das gezeigt. Ich legte mich mittags hin, schlief ein, ging aus meinem Körper raus, in den Geist, auf die Seelenebene. Und dann sah ich Hass. Ich war der Cousin, von mir gingen die Wellen des Hasses aus zu diesem Vater und kamen im selben Moment potenziert zurück wie Säure, wie ein Tsunami, der mich einhüllte und zerfraß. Wie Säure, die den Körper zerfrisst und die Seele gleich mit. Verstehen Sie? Das ist Hass. Das war mein spirituellstes, mein dunkelstes spirituellstes Erlebnis. Es war sehr lehrreich. Ich bin sehr dankbar dafür. Es war nicht auszuhalten. Ich schoss in meinen Körper rein, wachte auf und sagte, aufhören, 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 bitte aufhören, bitte aufhören, sofort aufhören. Ich habe es verstanden. Es war erschütternd. Ich war fertig. Es war das Schrecklichste, was ich je gesehen habe. Ich hatte die Hölle gesehen. Ich habe einen Blick in die Hölle getan. Ich weiß, dass es diese Hölle gibt für denjenigen, der darin sein will. Absolut gesehen gibt es sie nicht, aber subjektiv für den Einzelnen schon, wenn er diesen Weg der Aggression geht. Und Hass ist wie Säure. Ich löse wie die Mafia. Die Mafia löst ihre Feinde in der Badewanne auf. Salzsäure. Stöpsel ziehen, da finden sie keine Leiche. Und so muss man sich das vorstellen. Das war für mich ein Schmerz, der war so enorm, es war schrecklich. Deswegen, nicht? Von drüben tönt ein Ruf zu mir, dem Feind der Liebe und des Lichts ins Auge schauen. Weiter nichts, verlangt der Engel jetzt von dir. Nicht angreifen, nicht zurückschlagen, nicht angreifen. Das ist der größte Fehler, den Sie machen können. Dann stärken Sie die Dunkelseite und zwar in sich. Sie machen das mit sich, sie stärken sie in sich selber. Denn der Dämon muss in uns überwunden werden. Es geht hier nur um uns als Menschen. Wir sind das Schlachtfeld, wir als Seele sind das Schlachtfeld als geistige Wesen. Das ist das, was die Anthroposophie, der ich nun durchaus auch zugeneigt bin, ja wirklich erkannt hat und viele andere Systeme auch. Bitte, es gibt viele Geistesschulungssysteme, aber Steiner steht mir schon ein bisschen nahe da, weil ich gedacht habe, der Mann hat Einsichten gehabt, wie er sagt, die meisten Taten der Liebe in der Welt werden aus der Schuld geboren. Wir fühlen uns schuldig und dann üben wir die Liebe, ja? Und dann tun wir etwas Gutes und helfen.
Aber wer ein Schuldimpuls treibt uns, das ist den meisten gar nicht bewusst. Mir wurde es nachher bewusst. Später habe ich das gesehen, er hatte recht. Aber wenn Sie diesen Hassgedanken, dieses Hassgefühl nehmen, ja, ich will den anderen zerstören, wie wirkt dann erst ein Gedanke der Liebe oder der Vergebung? Das ging mir dann später erst auf, dass ich dachte, ja, wenn das so wirkt, dann muss es ja auch die andere Seite dazu geben.